Leute, willkommen zurück zu meinem Kanal. Heute habe ich ein neues Video für euch. Heute werden wir den Albert Einsteins Atompuzzle öffnen und den lösen. Ja, da seht ihr die Atompuzzle. Und auf der hinteren Seite ist das hier. Die Löwe habe ich einfach aufgeklebt. Und auf dieser Seite steht das hier. Wenn ihr es lesen wollt, dann könnt ihr die Video stoppen. Ja. Ja, und es steht, auf der hinteren Seite steht sehr viel über Einstein. Schau mal rein. Ja, ja. Kannst du die Atomhülle öffnen und das Puzzle kennenlesen? Vielleicht, ja, schon. Ja, ich kann den vielleicht lösen. Los geht's. Wir werden den mal öffnen. Da seht ihr die Puzzle. Also zuerst muss man die Atomhülle öffnen und zweitens das Kern auseinander nehmen. Und drittens setze den kugelförmigen Kern wieder zusammen und baue dann die Atomhülle wieder auf. Da. Ich habe nämlich da es geöffnet und ein bisschen damit gespielt und wieder zusammengemacht. Alles im Universum besteht aus Atomen. Das, ja, das ist richtig. Von den größten Sternen und Planeten, alles besteht aus Atomen. Schon seit Jahrhunderten kannten Wissenschaftler und Philosophen das Wesen und Funktionsweise von Atomen. Aber niemand konnte es beweisen, nur Einstein konnte es. Und warte, wie öffnet man das? Was glaubst du, wer du bist, Einstein? Da unten steht es. Nein, ich bin nicht Einstein. Ich bin Pavel, ich bin Instagram. Ich habe einen YouTube-Kanal. Geht und abonniert. Gebt ein Like dazu, wenn ihr dieses Video mögt. Ach, so muss man öffnen und nichts ist da. Und das können wir so nehmen. Da. Da. Oh nein. Okay. Dann da rein ist nichts. Und das ist das Atompuzzle. Okay. Wie sollen wir es auseinandernehmen? Ich glaube, man muss es so zuerst her. Ich habe da es geöffnet und das, ach so, es fällt auseinander. Okay, ich habe 3 Stück von Holz und diese Raum Ding. 5. Jetzt komm raus, du Kerl. Okay, ich der erste Schritt ist fertig. Die Atomhülle habe ich geöffnet. Das werden wir auf der Seite legen. Und jetzt kommt der Kern. Zuerst muss man es auseinandernehmen. Halt es. Warte, ich muss irgendwas drücken. Warte, es kommt ein bisschen raus, seht ihr? Wie soll ich denn das hier rausnehmen? Kleines Teil. Jetzt irgendwas hier. Ah. Da. Ich habe irgendwas da. Das muss ich ein bisschen noch. Ja, jetzt habe ich es rausgenommen. Das hier. 2 Teile. Und was jetzt? Okay.
Ich schaffe, glaube ich, noch den. Das. Ich öffne mal den und wir werden gleich dabei sein. So, ich habe alles auseinandergebracht und ja, zuerst, ich glaube, haben wir alle Teile. Achso, ja, ich habe auch den Atomhülle da. Hier. Das wollte ich nochmal zeigen. Ja, das legen wir mal dort. Und zuerst, wenn die Kerne, sollen wir das hier und das hier nehmen. Und so. Es darf nicht so flach sein, sondern in die Luft schweben. Es muss so. Und das können wir auf der Seite legen. Und nennen wir mal das als Telefon. Und wir können den mal so. Und das hier. Nicht das. Ja. Das legen wir mal hier. Jetzt, was wir machen müssen, ist, diese beiden Teile müssen so an so halten. Okay. Oh nein, das fällt runter. Warte. Oh. Warte. Entschuldigung. Das hier wieder hier dran machen. Und das so. Diesmal halten. Und warte. Was ist das? Das hier nehmen. So. Oder und so. Da rein. Okay. Jetzt nehmen wir die andere Augenbraue und das gleiche so. Das gleiche. So. Und jetzt müssen wir den halten und den so reinlegen. Es darf nicht runter sein und auch nicht runterfallen. Auch ein wichtiger Punkt. So müssen wir und das hier nehmen. Okay, das Telefon und den hier reinschieben. Das ist sehr schwierig. Schwierig. Okay, es ist reingelegt. Und jetzt nehmen wir das hier und schieben mal den da rein und das gleiche hier so. Ah, so. Und jetzt das hier nehmen. Das hier wieder reinschieben. So muss es gehalten sein. Ah, jetzt seht ihr dieses Loch. Und das muss halt so und die Kern ist gelöst. Da. Und jetzt werden wir den Atompuzzle wieder reinmachen.
Und eins vorsichtig alles dran reinstecken. Dort und das letzte Teil. So. Jetzt haben wir auch den dritten geschafft. Oh, cool. Ich hoffe, dass ihr dieses Video mögt und gebt ein Like, abonniert, das wird sehr hilfreich für mich sein. Und ich werde euch in das nächste Video sehen. Tschüss!